Herzlich willkommen heute zum Thema Broschen. Viele denken, die Broschen, Mensch, das ist ein alter Hut, wird doch heute gar nicht mehr getragen. Aber im Gegenteil, man muss sich nur was überlegen und man kann diese Schmuckstücke dann auch wieder für die heutige Zeit mitverwenden. Ganz klassisch hat man früher natürlich Broschen getragen, entweder an einem Tuch oder auf dem Revers. Auf Blusen oder so, ne, als Eyecatcher, was dann im Vordergrund steht, einfach nur die Brosche. Man kann aber auch anders verwenden, zum Beispiel, wenn man ein etwas größeres Stück hat und ein ganz schlichtes Jackett hat oder auch eine Strickjacke, die man nicht irgendwie zuknöpfen kann, kann man diese Broschen auch sehr gut benutzen, um die zum Beispiel hier dazwischen festzumachen. So, hier sieht man jetzt, dass es trotzdem noch ein bisschen offen ist und dass man die Jacke aber so flattert die nicht durch die Gegend, sondern das wird halt schön zentriert und die Brosche steht im Vordergrund, sodass man auch gar keinen anderen Schmuck weiter braucht, sondern das wirklich im Mittelpunkt steht. Ich zeige euch noch eine andere Variante, auch mit kleineren Broschen. Bei dieser schmalen Brosche zum Beispiel, die macht sich auch sehr gut bei kleinen Blusen oder ja, bei Hemden, die auch so Spitzkragen haben, um diese auch zu verbinden, um zum Beispiel den Anhänger oder die klassische Kette wegzulassen. Die kann man dann auch sehr schön einfach hier dazwischen setzen. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie man so eine schmale Brosche auch sehr gut tragen kann, was gar nicht erst so auffällt, als dass es eine Brosche ist, sondern hier ist halt vielseitig einsetzbar. So, also wie ihr seht, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Broschen wieder auch in der heutigen Zeit zu tragen. Auch gerade bei Kleidern, die vorne gebunden sind, so überläufig sind, ist manchmal der Ausschnitt einfach viel zu tief. Da kann man halt auch mit so vielleicht dann noch ein bisschen kleineren Broschen ganz gut nachhelfen, um dass das alles so sitzen bleibt und man keine unerwünschten Blicke auf sich zieht. Ja, also wie gesagt, Broschen haben wir wirklich sehr viel im Angebot und sie sind gar nicht out. Kommt einfach vorbei, schaut euch bei uns um und ihr werdet sehen, es gibt wundervolle, schöne, ganz individuelle und seltene Broschen bei uns. Sowohl modern als auch ganz alt und klassisch. Ja, und wenn ihr sagt, Mensch, ihr habt noch ein paar Broschen, die ihr gar nicht tragen wollt, weil es ist doch nicht euers, aber ihr möchtet vielleicht einfach das tauschen gegen andere Sachen. Geht auch. Wir kaufen auch natürlich Broschen an, aber auch anderen Schmuck. Kommt einfach vorbei. Wir machen euch ein Angebot und mit dem Geld, was ihr dafür bekommt, könnt ihr gerne in unsere Auslage schauen, ob vielleicht was Neues für euch mit dabei ist. Bei unserem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie bei uns der Ankauf vonstatten geht, wie die Schmuckstücke bei uns geprüft sind. Denn auch wenn kein Stempel vorhanden ist, können wir immer noch prüfen, welches Gold oder Silber, Platin, welche Materialien das sind. Seid also gespannt. Bis zum nächsten Mal.